Methoden. Ja, ich hatte es schon gesagt, eine Methode, ich schreibe es jetzt aber trotzdem nochmal auf, ist ein in sich geschlossenes Stück Programm, Code, das wiederkehrende Aufgaben unter einem festgelegten Namen lösen kann. Wenn wir jetzt sehen, dass es sich um ein Stück Programmcode handelt, dann ist natürlich auch klar, dass es immer derselbe Algorithmus ist, der in so einer Methode drinsteckt. Ja? Also wir haben ein festes Stück Programmcode, das kriegt einen Namen und das können wir eben immer wieder verwenden, um Probleme gleichen oder ähnlichen Typs mit demselben Konzept und Mechanismus zu lösen. So, ich schreibe noch einmal die allgemeine Form auf. Wir haben also immer ein Sichtbarkeitsattribut. Dann haben wir optional eine Zuordnung. Dann haben wir einen Rückgabetyp. Dann haben wir den Namen und dann haben wir eine Parameterliste. Und dann kommt ein Block. Und zwar in geschweiften Klammern. Und bei einer Methode sind die geschweiften Klammern für den Block auch verpflichtend. Was bedeutet das jetzt alles? Sichtbarkeit, das kennen Sie schon. Üblicherweise verwenden wir zurzeit immer public. An der Methode, die Sie jetzt schon kennen, möchte ich das einmal vorstellen. Also public heißt öffentlich. Wenn wir dann in ein paar Wochen zum Thema objektorientierte Programmierung kommen, werde ich nochmal deutlich intensiver darauf eingehen, was die verschiedenen Sichtbarkeitsattribute sind. Jetzt im Moment werden Sie erstmal immer Methoden schreiben, die öffentlich sind, weil wir nur mit einer einzigen Klasse zu tun haben. Und diese Methoden nach außen zur Verfügung stellen wollen. Das stimmt jetzt nicht so ganz. Wir könnten sie auch private machen, dann könnten wir sie aus unserer Klasse heraus auch nutzen. Aber public ist jetzt erstmal so ein relativ, ich sag mal, natürliches oder grundlegendes Sichtbarkeitsattribut, was wir jetzt einfach mal verwenden können. So, dann gibt es eine Zuordnung. Eine Methode kann entweder einer Klasse zugeordnet sein oder einem Objekt. Wenn wir die Methode, und das wollen wir jetzt in den nächsten Wochen, explizit einer Klasse zuordnen wollen, dann machen wir die static. Das heißt, das ist eine statische Methode, die keine Daten außerhalb verändern kann. Also insbesondere keine Daten, die zu einem sogenannten Objekt gehören. Wie gesagt, müssen Sie jetzt noch nicht wissen, was das ist. Rückgabetyp, das ist der Datentyp, den die Methode zurückliefert, nachdem sie ihren Algorithmus ausgeführt hat. Erkläre ich auch gleich noch. Bei der Methode, die Sie jetzt schon immer selber schreiben, ist der Void. Void bedeutet, die Methode gibt nichts zurück. Wir werden jetzt auch gleich noch zwei verschiedene Konzepte kennenlernen, wie ein Programm überhaupt Daten nach außen liefern kann. Eins kennen Sie schon, nämlich mit Hilfe der Ausgabe auf die Konsole. Das wird sich jetzt auch nochmal erweitern. Dann kommt der Name, den kennen Sie für die Methode main. Ja, also immer dann, wenn wir eine Klasse zur Ausführung bringen in der Laufzeitumgebung, schaut die Laufzeitumgebung sich diese Klasse an und sucht nach einer Methode, die main heißt. Und sobald es diese Methode gibt, beginnt sie damit,
die Anweisungen auszuführen, die in dieser Methode Main aufgeschrieben sind. Ja, das ist das, wie Sie diesen Ablauf jetzt schon kennen und seit ein paar Wochen eben auch immer anwenden. So, und dann kommt eine Liste von Parametern. Das sind die Daten, die wir in diese Methode reinpacken wollen, um ihr die Ausführung ihrer Aufgabe eben zu ermöglichen. Bei der Methode Main ist das ein sogenanntes String Array. Das erkläre ich nächste Woche, was das ist. Und das trägt in der Methode Main den Namen Args. Schön, dass Sie es noch geschafft haben. Ich fühle mich sehr geehrt. Danke. So. Okay, und dann kommt eben der Block mit den eigentlichen Anweisungen. Das ist, was ich hier aufgeschrieben habe, der sogenannte Methodenkopf. Ja, das ist die Vereinbarung, die wir als Entwickler machen, wo wir sagen, unter dem Namen Main stelle ich eine Methode bereit, die verlangt, dass ihr ein Array übergeben wird. Ein Array, was Zeichenketten enthält und die selber nichts zurückliefert, die öffentlich zugänglich ist und zu der Klasse gehört, in der ich sie vereinbart habe. Was das mit diesem Zurückgeben auf sich hat, sehen wir jetzt gleich noch. Ja, also das ist so eine der Methoden, die Sie schon kennen. Kennen Sie noch weitere Methoden? Also wo Sie einfach einen Namen verwenden, um eine Funktion auszuführen, ja? Print, genau. Die Print-Methoden kennen Sie schon. Dann kennen Sie zum Beispiel vom Scanner die Next Punkt-Punkt-Punkt-Methoden, Next Int, Next Double. Das kennen Sie schon. Also da verwenden Sie Methoden schon. Die Form, wie Sie diese Methoden verwenden, ist ja im Prinzip eine Blackbox. Ja, Sie wissen, was Sie von der Methode erwarten dürfen. Das teilt die Methode im Rahmen der API-Dokumentation mit. Sie wissen aber nicht, wie die Methode das macht. Ja, und das entspricht eigentlich vielen Dingen, die wir so auch aus dem täglichen Leben kennen. Wenn Sie beispielsweise 10 Hemden in die Reinigung bringen, dann haben Sie eine definierte Übergabestelle, nämlich den Tresen in der Reinigung, dort geben Sie Ihre 10 Hemden und die 20 Euro ab, die das kostet, und nehmen halt eine Woche später 10 gereinigte Hemden entgegen. Wie die Reinigung das macht, ist für Sie vollkommen unerheblich. Was für Sie zählt, ist das Ergebnis. Ja, und so ähnlich funktioniert eine Methode eben auch. Das ist für denjenigen, der sie verwendet, eine Blackbox. Das heißt, wenn wir von außen auf so eine Methode gucken, wissen wir nicht, wie die intern funktioniert. Nehmen wir mal das Beispiel der Fakultät. Das hatten wir ja letzte Woche bei den Schleifen gesehen. Also wir haben irgendwie eine Methode, die heißt Fakultät. Das ist eine Blackbox. Und dort rein schieben wir ein N. Und raus kommt ein N-Fakultät. So wie Sie das bisher kennen, gibt ein Programm was aus bisher auf der Konsole. Ja, also Sie können mit Print irgendwas auf die Konsole schreiben. Das nenne ich immer Ausgabe. Das Programm macht eine Ausgabe. Methoden können noch mehr. Die können nicht nur was ausgeben, sondern die können auch was zurückgeben. Die können also an den Programmteil, der sie aufruft, etwas zurückliefern. Das kennen Sie auch schon. Das macht nämlich die Next-Int-Methode vom Scanner zum Beispiel. Ja, die rufen Sie auf und sobald an der Konsole oder an der Tastatur eine Eingabe erfolgt ist, liefert die Methode diesen Wert zurück und speichert den in der Variable, den Sie auf der linken Seite dieser Zuweisung da angegeben haben. Ja? Also das Konzept an sich kennen Sie schon. Auch hier, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, diese Grafik, wie die Fakultät implementiert ist, das ist für uns vollkommen unerheblich. Wichtig ist, dass die Methode das tut, was sie verspricht, nämlich dass sie die Fakultät einer Integerzahl
zurückliefert. So, wie würde man jetzt diese Methode aufrufen? Wir nehmen also an, es gäbe eine Methode Fakultät, die, wir wissen weiter nichts, außer dass sie einen Integer entgegennimmt und einen Integer zurückliefert. Ja, dann würde das im Prinzip so laufen, dass wir sagen, wir vereinbaren uns einen Integer und sagen dann x ist gleich Fakultät von 4 beispielsweise. Ja. Nachdem dieser Programmcode durchgelaufen ist, können wir sicher sein, dass in x die Zahl 24 drinsteht. Ja, das ist so der Ablauf beim Methodenaufruf. Das ist jetzt die äußere Sicht auf eine Methode. Ja, es gibt eine innere und eine äußere Sicht, und beim Softwareentwickeln werden Sie merken, dass Sie immer beide Sichten haben. Nämlich einmal, wenn Sie sich überlegen, was soll die Methode tun und wie soll sie intern strukturiert sein, dann kennen Sie die innere Sicht, wenn Sie nämlich die Methode schreiben. Und später, wenn Sie testen, ob Ihre Methode auch wirklich das tut, was Sie gerne von ihr erwarten oder was Sie von ihr erwarten, dann benutzen Sie die äußere Sicht, nämlich das, was wir hier gerade gesehen haben. Sie rufen die Methode auf und überprüfen, ob der Wert, der aus der Methode zurückkommt, der Wert ist, den Sie tatsächlich auch erwarten würden. So, das möchte ich jetzt mal in einem etwas ausführlicheren Beispiel darstellen, welche Sorten von Methoden es so gibt. Wir machen uns dazu erstmal eine Klasse. Die nenne ich mal Methodenbeispiele. Und da drin gibt es eine Methode, die macht jetzt erstmal nur was ganz, ganz Einfaches. Die soll einfach nur die Zeichenkette Hallo auf die Konsole schreiben. Das ist so das Einfachste, was man sich an Methode vorstellen kann. Die ist also public und static. Das sind jetzt für die nächsten Wochen unsere Methoden alle. Also die Methoden, die wir selbst schreiben, sind alle public static. Dann soll sie nur was ausgeben, nichts zurückliefern, also ist sie void. Und sie heißt Hallo. Und wir sagen, also unsere fachliche Anforderung an die Methode ist, sie soll die Zeichenkette Hallo auf der Konsole ausgeben. Und sie soll jetzt nicht Hallo ausgeben, weil der Name Hallo ist, sondern der Name ist Hallo, weil sie das tun soll. Ja, also in dieser Richtung funktioniert die Überlegung des Namens. Wir können jetzt auch nicht, doch wir könnten schon, aber wir wollen nicht in der Methode feststellen, wie ihr Name lautet und dann diesen Namen ausgeben, sondern wir wollen jetzt einfach nur ganz stumpf hier hinschreiben System.out.print Hallo. So. Die Methode gibt es jetzt, die ist jetzt in dieser Klasse drin. Wenn wir jetzt diese Klasse versuchen würden auszuführen, würde aber erstmal überhaupt gar nichts passieren. Weil die Methode einfach nur da ist, aber nirgends verwendet wird. Sie kennen das jetzt vielleicht schon, wenn Sie mit der Entwicklungsumgebung arbeiten, dass es teilweise so ist, dass der Compiler anmeckert, dass Sie eine bestimmte Variable nicht verwenden. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gesehen haben. Da gibt es so eine Warnung. Die Variable x ist deklariert, aber wird niemals benutzt. Da könnte man ja jetzt sagen, der Compiler meckert jetzt darüber, dass wir diese Methode zwar in der Klasse drin haben, aber gar nicht verwenden. Das wird jetzt hier nicht passieren, weil die Methode public ist und sie damit anzeigt, sie könnte auch von außerhalb unserer Klasse Methodenbeispiele verwendet werden. Wir tun das in den nächsten Wochen jetzt erstmal nicht. Das heißt, diese entsprechende Fehlermeldung würde nur kommen, wenn eine Methode sich selbst als privat deklariert, wenn sie also sagt, ich bin nur in dieser einen Klasse verfügbar. Aber da machen wir jetzt schon einen kleinen Ausflug in Richtung Objektorientierung. Das will ich jetzt nicht vertiefen. So, das heißt, wir brauchen also in jedem Fall in unserer Klasse eine Methode
Main, die schreibe ich mal hier unten hin. Guter Stil ist, wenn eine Klasse eine Main-Methode hat, dass die Main-Methode die letzte ist, die in der Klasse steht. Das hängt einfach damit zusammen, dass wenn man sich die Klasse anguckt, von oben nach unten, dass man dann schon sieht, bevor man sieht, wie die eigentliche Verwendung stattfindet, dass man dann schon sieht, was es in dieser Klasse alles gibt. Ja, also es gibt so ein intuitives Suchen, was nach oben gerichtet ist. Genauer kann ich das auch nicht erklären. Es hat sich einfach als guter Stil herausgestellt, die Main-Methode als letzte aufzuschreiben. So, und wenn wir jetzt wollen, dass die Methode Hallo auch genau das tut, was wir von ihr verlangen, ja, dann rufen wir sie auf. Und das machen wir, indem wir sie einmal aufschreiben. So. Auf diese Weise kann ich jetzt die Hallo-Methode ausführen. Und jetzt würde eben tatsächlich auch das Programm in der Main-Methode starten und dann auf die Konsole schreiben Hallo. Das wäre jetzt das, was hier passiert. So, das war jetzt natürlich das Billigste, was so eine Methode machen kann. Machen wir es mal eins komplizierter und sagen, wir wollen jetzt eine Methode schreiben, der wir eine Zahl geben und die soll so viele Sterne auf die Konsole schreiben, wie der Wert dieser Zahl ist. Also die ist wieder public static. Liefert nichts zurück, die soll ja nur auf die Konsole schreiben und heißt Sterne. So, und wenn wir einen Wert in eine Methode hineingeben wollen, dann müssen wir den als Parameter auflisten. Sie werden später noch sehen, dass es auch eine andere Möglichkeit noch gibt, Daten in eine Methode zu kriegen, aber so der natürliche Weg ist, es über die Parameter zu tun. Und das ist auch der sauberste Weg. So, beim Parameter muss ich immer sagen, von welchem Typ ist der und wie soll der heißen. Und ich sage jetzt mal einfach, es handelt sich um eine ganze Zahl und die heißt n. Dieser Name, den ich da oben angebe bei dem Parameter, der gilt nur innerhalb der Methode. Das nennt man den Scope. Ich werde das auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher erläutern. Also der Name, der dort oben steht, gilt nur für diese Methode. Wenn es in demselben Programm noch anderswo ein N geben sollte, dann könnte das sogar von einem anderen Typ sein. Aber selbst wenn es auch vom Typ int ist, haben die beiden nichts miteinander zu tun. Ja? Also ein Name, der da oben steht, ist nur für die Methode gedacht, in deren Kopf er aufgeschrieben wurde. So, und wenn ich jetzt so eine Reihe Sterne ausgeben will, ja, wie mache ich das? Ich kriege jetzt n, eine Zahl n und will n Sterne ausgeben. Wie macht man das? Ja? Mit einer Vorschleife, genau. Also for int i gleich 0, i kleiner n. Ich hätte jetzt auch schreiben können i gleich 1, i kleiner gleich n, i plus plus und dann sagen wir hier system.out.print ein Sternchen. So, dann machen wir die Schleife zu und dann machen wir die Methode zu. Gut, ja, also die Methode nimmt eine Zahl entgegen und gibt dementsprechend viele Sternchen aus. Die könnte ich jetzt aufrufen unten in der Methode Main, indem ich hinschreibe Sterne 3 zum Beispiel. Diese Übergabe, die nennt sich
Call by Value. Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen intensiver was sagen. Das heißt, wir übergeben einen Wert. Es wird die Zahl sozusagen im Speicher der Methode unter dem Namen N zur Verfügung gestellt. Und dann kann die Methode auf ihren eigenen Speicherbereich zugreifen und kann dort dieses N auslesen. Das heißt, dort muss irgendwas drinstehen, was Integer ist, also was Int ist, in diesen Klammern, wo diese 3 jetzt stehen. Das heißt, ich könnte auch sowas schreiben. 42 minus t mal x zum Beispiel. Wir nehmen dabei jetzt mal an, wir hätten die Variablen t und x vorher vereinbart. Ja, so würde es jetzt nicht kompilieren. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, t wäre 3 und x wäre 10, dann würde dieser Wert in der Klammer zuerst ausgewertet werden. Also 42 minus 3 mal 10 wären 12. Und am Ende würden 12 Sterne ausgegeben werden. Also das, was da in Klammern steht, wird zuerst ausgewertet und wird dann an die Methode übergeben. Wenn wir jetzt an die Methode Fakultät denken, die wir da links haben, dann schreibe ich die jetzt einmal auf. Wir haben jetzt die Außensicht gesehen. Ne? Jetzt schauen wir mal, wie die Innensicht ist. Und da sehen Sie jetzt, bei dieser Blackbox sind 2 Pfeile dran. Oder Sie sehen es nicht mehr, ich zeige es nochmal. An dieser Blackbox sind 2 Pfeile dran. Ja, links kommt das N rein, rechts kommt das N-Fakultät raus. Und das müssen wir jetzt organisieren, dass es passiert. Von welchem Typ ist N-Fakultät? Wer weiß das noch? Ja, ist auch ein Integer. Das heißt, wir müssen jetzt aufschreiben, welchen Typ der Wert hat, der da hinten rauskommt. Und den schreibe ich jetzt hinter das Static, da schreibe ich jetzt Int. Ja, also wir deklarieren eine Methode, die eine ganze Zahl zurückliefert. Die heißt Fakultät. Und die nimmt natürlich auch selbst ein N entgegen, ein Wert. So, Sie sehen jetzt, hier steht auch wieder int n in Klammern. Die beiden n's haben nichts miteinander zu tun, die sind nur lokal. Die gelten nur jeweils in der Methode, in deren Kopf wir sie deklarieren. So, wie war das nochmal mit der Fakultät? Wie wird die nochmal ausgerechnet? Wer weiß das noch? Na, wir brauchen eine Schleife und in der Schleife musste was passieren? Wurde die Zahl immer wieder verdoppelt. Und die Initialisierung passierte mit 1. Also wir haben hier einen Integer f, den initialisieren wir mit 1 und dann kommt eine Vorschleife. Wo muss ich jetzt die Vorschleife loslaufen lassen? Ja? Bei 1. Bei 1. Warum nicht bei 0? Weil das Ergebnis 0. Bei der Fakultät. Nee, dann wäre das Ergebnis 2. Also die Fakultät von. Also 0 Fakultät ist 1. Das ist per Dekret festgelegt worden. Und wenn wir die Funktion mit 0 aufrufen, dann soll die Schleife übersprungen werden. Deswegen müssen wir bei 1 anfangen. So, das ist jetzt der Quellcode, den Sie von letzter Woche schon kennen. Und jetzt machen wir hier einfach f ist gleich f mal 2.
So. Und jetzt hat ja die Methode versprochen, sie liefert eine ganze Zahl zurück. Und das muss sie jetzt auch tun. Ja, also wir schreiben jetzt nicht mit systemoutprintln diese Zahl auf die Konsole, sondern wir verwenden das Schlüsselwort return und schreiben dahinter, was wir zurückgeben wollen. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir den Wert, den wir für f jetzt ausgerechnet haben, dann an den aufrufenden Programmteil zurückliefern. Ja, das könnte man sich jetzt so vorstellen, bei dem Aufruf, dass da sowas ist wie int, wie nennen wir es, y ist gleich Fakultät von 2 mal x zum Beispiel. Ja? Was würde jetzt hier passieren? Wir würden zuerst 2 mal x ausrechnen, würden den Wert, der dabei rauskommt, oben in der Methode Fakultät reinwerfen. Dort würde damit gerechnet werden, also die Schleife würde von 1 bis zu diesem Wert laufen. Dann würde das f sich immer verdoppeln. Was erzähle ich denn eigentlich? Das ist doch gar nicht die Fakultät. So ein Unsinn. F ist gleich f mal i, muss da stehen. Oder? Das hätten Sie mir aber auch mal sagen können. Also bei der Fakultät wird ja immer aufmultipliziert. Okay, dann würde also immer das i dran multipliziert werden. Und der Wert, der dann am Ende rausgekommen ist, der also im f steht, der würde dann ins y reinkopiert werden. Ja? Die Methode liefert das dann zurück. Man kann sich das so ähnlich vorstellen, diesen Unterschied zwischen Ausgabe und Zurückliefern, wenn man mal beispielsweise an Amazon denkt. Ich vermute, es ist Ihnen bekannt. Was machen wir da? Amazon ist erstmal für uns eine Blackbox. Ja? Wir suchen uns irgendeinen Artikel aus. Die Artikelnummer ist sozusagen die Eingabe für Amazon. Und die zweite Eingabe für Amazon ist die Kreditkartennummer zum Beispiel. Und mit diesen zwei Daten kann die Methode Amazon ein Paket packen, wie auch immer sie das tut, kann uns egal sein. Und was sie dann aber tut ist, sie liefert es über zum Beispiel DHL an uns zurück und wirft es nicht einfach bei sich auf den Parkplatz. Das ist der Unterschied. Ja? Ausgabe ist, Amazon packt die Pakete und wirft sie hinten auf den Hof. Und zwar nicht auf unseren, sondern auf den von Amazon. Und zurückliefern ist, es kommt tatsächlich per Post bei uns an. Das ist der Unterschied dazwischen. So. Und mit dem, was ich jetzt hier habe, mit dieser Methode Fakultät, kann ich jetzt natürlich auch spielen. Jetzt kann ich zum Beispiel auch sagen, gib mir mal Sterne von Fakultät von 7 minus k aus zum Beispiel. Wenn es ein k vorher gegeben hätte, was passiert jetzt? Zuerst wird 7 minus k berechnet, das ist beispielsweise 3. Dann wird diese 3 in die Methode Fakultät reingeworfen, dort wird die Fakultät berechnet. 3 Fakultät ist 6. Und dann wird diese 6 hergenommen und in die Methode Sterne reingeschmissen. Und die gibt dann 6 Sterne aus. Ja, also alles, was irgendwie zu einem Wert des korrekten Typs evaluiert werden kann, kann dorthin geschrieben werden, wo ein solcher Wert verlangt wird. Und das sind eben auch Methodenaufrufe. Wir können also Methodenaufrufe dorthin schreiben, wo eigentlich ein Wert verlangt wird. Sie kennen das schon von der Eingabe vom Scanner. Da schreiben Sie auch manchmal int x ist gleich scan.nextint. Das ist nichts anderes. Auf der rechten Seite dieser Zuweisung muss ja ein Integerwert stehen. Und diese Methode, diese Methodenaufrufe ist im Prinzip eine Ersetzung und der Compiler kann die Korrektheit sicherstellen dadurch, dass er den Typ der Methode aus dem Kopf oben lesen kann und dass er auf der anderen Seite sehen kann, welcher Typ links stehen muss. Ja? Also das ist
alles möglich. In der Methode selbst, also im Methodenrumpf selbst, können auch wieder weitere Methoden aufgerufen werden. Das kann also so ein kaskadierender Aufruf sein. Das sehen wir jetzt hier. Wir haben ja die Methode Main, in der wir die Methode Sterne aufrufen. Ja, das, nur weil die jetzt Main heißt, die Methode, die wir als erste starten, macht das keinen Unterschied. Also Methodenaufrufe können eben überall dort passieren, wo der Typ verlangt wird, den die Methode zurückliefert. So, und jetzt wollen wir uns mal noch eine etwas kompliziertere Methode anschauen. Nehmen wir mal den größten gemeinsamen Teiler. Das hatten wir ja auch letzte Woche, Public Static wieder. Größter gemeinsame Teiler ist auch wieder eine Ganzzahl. Also wir liefern ein Int zurück, nennen das Ding GGT. Und jetzt kommt nochmal ein Unterschied dazu, jetzt brauchen wir zwei Parameter. Wir wollen ja den größten gemeinsamen Teiler von zwei Zahlen berechnen. Also haben wir jetzt hier ein Int A und ein Int B. Und nehmen jetzt mal den einfachen Algorithmus, der immer die kleinere von der größeren Zahl abzieht. Schreibe ich jetzt mal hier auf, also while A ungleich B machen wir if A größer B. Ich schreibe es jetzt mal in eine Zeile, sollen Sie sonst nicht machen, aber ich brauche jetzt mal den Platz. A gleich A minus B. Else B gleich B minus A. Und wenn diese Weilschleife durchgelaufen ist, dann steht das Ergebnis in A und B drin, erinnern Sie sich. Dann machen wir Return A. So, und hier sehen wir jetzt nochmal, dass das A und das B nichts mit dem zu tun haben, was da außen um die Methode drumherum ist. Ich schreibe einmal auf, wie wir die jetzt aufrufen würden. Int x ist gleich scan.nextInt und int y ist gleich scan.nextInt. Wir haben jetzt natürlich hier wieder keinen Scanner vereinbart, also so ist das nicht lauffähig, das Programm. Da fehlt jetzt dieses ganze syntaktische Zeug, was Sie alles schon kennen. So, und als Ergebnis wollen wir jetzt ausgeben system.out.println. Schreiben wir es mal so, GGT von plus x plus Komma plus y plus Klammer zu ist gleich plus GGT von x, y, Klammer zu. So, ich erkläre das gleich noch. Und dann schließen wir die Methode und dann schließen wir die Klasse. So, was gibt das jetzt aus? Das gibt jetzt zum Beispiel aus GGT von 60,18 ist gleich 6. Das ist jetzt die Ausgabe, die da passiert. Was läuft hier ab? Wir lesen in das x eine Zahl ein von der Tastatur. Wir lesen in das y eine Zahl ein von der Tastatur. Und dann machen wir plötzlich ein System-out-Print. Das ist ja auch wieder nur ein Methodenaufruf, der von uns eine Zeichenkette erwartet. Und diese Zeichenkette, die basteln wir in diesem Methodenaufruf zusammen, das kennen Sie schon. Ja? Also wir haben ein Stück Text, nämlich dieses GGT, Klammer auf. Das ist einfach Text, was da ausgegeben wird. Dann sagen wir plus x. Da wird jetzt, wenn wir in das x die 60 eingegeben hätten an der Tastatur, wird dann eben dort die 60 hingeschrieben. Dann geben wir das Komma aus, was zwischen der 60 und der 18 steht. Dann geben wir plus y aus. Das wäre die 18, wenn wir eine 18 eingegeben haben. Und dann geben wir aus, Klammer zu, ist gleich. Und dann kommt dahinter ein Methodenaufruf.
dann erst rufen wir tatsächlich die Methode GGT da oben auf, und zwar mit den Werten 60 und 18. Dann rollt die Methode vor sich hin, verkleinert A und B immer so weiter, bis 6 rausgekommen ist, also bis A gleich B ist, und liefert dann mit Return A diese 6 zurück. Und dieser Aufruf GGT von x, y, der wird dann eben mit dieser 6 ersetzt. Man kann sich das also tatsächlich so vorstellen, als ob dort Terme durch ihr Evaluierungsergebnis ersetzt werden. Ja, überall, wo ein Methodenaufruf steht, findet dann auch tatsächlich der Programmablauf in der Methode statt, und der Wert, der bei der Methode berechnet wurde und zurückgeliefert wird, der taucht dann plötzlich an der Stelle auf, wo der Methodenaufruf stand. So kann man sich das vorstellen. Tatsächlich passiert natürlich was anderes, aber so kann man sich das jetzt erstmal gedanklich so ein bisschen darstellen. So, und was hatte ich vorhin gesagt, dass das A und das B nichts mit dem X und Y zu tun haben? Wenn das so wäre, wir ändern ja in der Methode oben, wenn Sie sich die mal anschauen, da steht ja A ist gleich A minus B und B ist gleich B minus A. Dort ändern wir ja das A und das B. Und daran sehen wir, dass diese Änderungen nur lokal stattfinden, dass also dieses A und das B echte Kopien von X und Y sind. Wenn das A und das B nur Verweise auf X und Y wären, dann könnte ich die Ausgabe nicht so machen. Dann wäre ja am Ende auch X und Y verändert. Die sind aber außerhalb der Methode. Die haben damit nichts zu tun. Und dann würde ich dorthin schreiben, GGT von 6,6 ist gleich 6. Weil das Programm aber ausgibt, GGT von 60,18 ist gleich 6, ist jetzt hier klar, dass X und Y durch die Methode nicht verändert werden, sondern die Auswirkungen der Methode hier sind nur lokal. Es verändert sich nur A und B. Das erkläre ich jetzt auch gleich nochmal in einem ausführlicheren Beispiel. Das wird sich später auch nochmal ändern. Dieser Zusammenhang gilt nämlich nur für die primitiven Datentypen. Die primitiven Datentypen werden immer als Kopie des Wertes an eine Methode übergeben. Bei Objekten wird es dann ein bisschen anders sein. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das mit dem Methodenaufruf ganz genau abläuft. So, dazu mache ich mal eine Methode, die heißt public static int product, und die macht nichts anderes als A und B miteinander zu multiplizieren. Braucht man eigentlich keine Methode für, weil wir dafür ja einen Operator haben. Aber ich will das einmal ganz, einmal ganz ausführlich aufschreiben. Wir machen uns erstmal eine lokale Variable in der Methode, die E heißt und das Ergebnis enthalten soll. Nämlich A mal B. So, und dann machen wir Return E, dann geben wir dieses E zurück. So. Und jetzt machen wir uns eine Methode Fakultät nochmal. Die muss ich jetzt leider nochmal aufschreiben. Public static int Fakultät. Und die soll jetzt unsere Produktmethode benutzen. Die Signatur sieht wieder genauso aus. Können Sie das lesen? Ich schreibe jetzt gerade auf eine Rückseite, da ist die Qualität möglicherweise ein bisschen schlechter. Falls das nicht funktioniert, sagen Sie einfach Bescheid. Ja? Das hier ist ein A und das hier ist ein B. So, die sieht erstmal wieder genauso aus. Wir initialisieren f mit 1 und sagen dann for int i ist gleich 1
i kleiner gleich n i plus plus. Und dann sagen wir einfach nicht mehr f ist gleich f mal i, sondern ich sage jetzt f ist gleich Produkt von f, i. Und dann geben wir das f am Ende zurück. Ja? Auf diese Weise nutze ich jetzt die Methode, die das Produkt berechnet, in meiner Fakultätsmethode. Ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogenes Beispiel, weil wir die Produktmethode nicht brauchen, weil der Maloperator das schon kann. Aber um einfach mal zu sehen, wie jetzt dieser Ablauf ist. Ja? Also für die Methode Fakultät stellt sich das mit dem Produkt jetzt so dar, dass es da eine Methode gibt, die Produkt heißt und eine Blackbox ist, die verlangt zwei Integer. Dass die Integer intern A und B heißen, das weiß die Fakultätsmethode schon gar nicht mehr. Ja, also wenn man die API-Dokumentation liest, dann steht das immer mit dabei, wie die heißen. Aber tatsächlich ist dieses Wissen über die internen Strukturen gar nicht vorhanden. Da könnte also in der API-Doku was völlig anderes stehen, als es tatsächlich im Quellcode dann ist. In der Praxis ist es nicht so, weil die API-Dokumentation direkt aus dem Quellcode generiert wird, aber es wäre also möglich. Also wie die Namen innerhalb der Methode Produkt sind, ist außerhalb vollkommen unerheblich. So, und was kommt da raus? Da kommt was raus, was A mal B macht. Ja? Und dieses Wissen kann die Methode Fakultät jetzt eben verwenden, um ihr Produkt auf besonders komplizierte Weise zu berechnen. Ja? Man könnte sich jetzt auch noch vorstellen, dass in der Methode Produkt, wenn man es noch idiotischer machen wollte, zum Beispiel eine Vorschleife läuft, die A mal B addiert. Also wo B immer wieder aufaddiert wird, und zwar A mal. Ja, man kann es also das Produkt ja beliebig kompliziert berechnen. So, dann schauen wir uns noch einmal an, wie diese Parameter jetzt genau übergeben werden an so einem Beispiel. Also wir haben einmal ein x, das sei mal 3. Und wir haben ein Y, das sei 4. Und dann machen wir einen Aufruf, der lautet int p ist gleich Produkt von x, y. So, das ist jetzt die Sicht von außen, hier unten. Oben, wenn wir in die Produktmethode reingucken, sehen wir natürlich die Sicht von innen. So, was passiert da jetzt? Na, als erstes wandert die 3 in das x. Gegebenenfalls könnte dort auch eine Berechnung stehen. Als nächstes wandert die 4 in das y. Jetzt erfolgt der Methodenaufruf. Jetzt wird also die Methode Produkt aufgerufen. Das heißt, das x landet jetzt im A und das Y landet im B. So, von da geht's weiter. Die beiden Werte sind jetzt lokal bekannt als A und als B. Das heißt, A ist jetzt 3 und B ist 4. Jetzt wird das Ergebnis ausgerechnet. Das wandert dann hier hin. Und mit dem Return kommt das Ergebnis jetzt zurück. Und zwar erstmal in diesen ganzen Aufruf rein. Und wandert dann ins P. In der Reihenfolge passiert ein Methodenaufruf. Ja?
X und Y und A und B haben nur insofern was miteinander zu tun, als dass sie an denselben Positionen bei dem Methodenaufruf stehen. Aber eine Veränderung von A und B in der Methode würde X und Y außerhalb nicht verändern. Das ist ganz wichtig. Und dann sind wir nämlich beim Thema Scope. Was ist der Scope einer Variablen? Der Scope einer Variablen ist der Bereich im Quellcode, in dem sie existiert. Ja, also, ich will jetzt einmal was aufschreiben, was Sie zu Hause so nicht machen sollen. Um das mal zu verdeutlichen. Also wir nehmen an, wir haben eine Klasse, die heißt klein f. Ja, Sie denken daran, dass Klassennamen im echten Leben immer mit einem Großbuchstaben anfangen. Also hier. So. Dann gibt es noch neben den Methoden die Möglichkeit, in so einer Klasse auch eine statische Variable zu vereinbaren, auf die alle Methoden zugreifen können. Das werden wir auch später, nehmen Sie es jetzt einfach nur zur Kenntnis, das werden wir später nochmal im Detail diskutieren. Also ich kann auch eine statische Variable machen. Und jetzt kann ich noch eine Methode machen, die f heißt und weiter nichts tut, als sagt, f ist gleich 42. So, und jetzt kann ich noch eine Methode machen, die da besagt, es gibt eine Methode f, die ein Integer entgegennimmt. Da kann ich zum Beispiel sowas machen, wie int f ist gleich 1. Ich schreibe es mal einmal auf und dann diskutieren wir es gleich. For int i ist gleich 1, i kleiner gleich n, i plus plus. Und dann kommt wieder unsere Fakultät. So, und dann könnte ich noch eine Methode machen, public static int f von int a, int b. Und die macht return Methodenbeispiele. Was Beispiel oder Beispiele genannt? Beispiele. Punkt ggt von a, b. So. Und dann kommt eine Main-Methode. Da schreibe ich jetzt mal nicht den ganzen Kram davor und danach. Und da kann ich sowas machen wie f ist gleich 5. So. Was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Klasse, die heißt klein f. Wir haben eine Variable, die heißt klein f und gehört zu dieser Klasse und ist statisch. Und wir haben drei Methoden, die heißen f. Normalerweise müssten Sie jetzt sagen, Moment mal, das ist ja wahrscheinlich gar nicht erlaubt, weil die denselben Namen tragen. Richtig. Es ist aber trotzdem, also die Überlegung ist richtig. Es ist jetzt aber trotzdem erlaubt, weil Methoden sich in ihrer Signatur unterscheiden müssen, und nicht notwendigerweise in ihrem Namen. Also es kann sein, dass es in einer Klasse mehrere Methoden mit demselben Namen gibt, die aber unterschiedliche Signaturen haben. Zur Signatur gehört der Rückgabetyp, der Name und die Parameterliste. Also zwei Methoden, die... Genau, Rückgabetyp,
Name und Parameterliste. Also zwei Methoden, die denselben Namen tragen, müssen eine unterschiedliche Parameterliste haben. So, schauen wir uns mal die erste Methode an. Public Static Void F, F ist gleich 42. Was macht die? Die setzt dieses F, was wir oben drüber, hier in dieser Zeile, wo jetzt der Stern davor auftaucht. Dort haben wir uns eine Variable gemacht, die heißt F, die nicht zu irgendeiner Methode gehört, sondern die zu der ganzen Klasse gehört. Wenn es so eine Variable gibt, ist die in allen Methoden verfügbar. Für die meisten Zwecke, die Sie hier verfolgen in der Veranstaltung, ist das nicht wünschenswert im Moment, dass Sie sowas tun. Weil Sie Ihre Daten immer über die Schnittstelle der Methode übergeben sollen. Also über die Parameterliste rein, mit Return wieder raus. So. Aber um das mal zu illustrieren, was man so tun kann, will ich das jetzt einmal hier machen. So, das heißt, die setzt diesen Wert von F einfach nur auf 42. Was vermuten Sie, was passieren würde, wenn ich jetzt hier hinschreiben würde, int f ist gleich 42? Wäre zulässig, könnte ich machen. Ja? Genau, das wäre eine neue lokale Variable f, die es nur in dieser Methode gibt. Die würde also die Variable außerhalb nicht ändern. Das heißt, der Scope dieses f's mit dem int ist dieser Methodenrumpf hier. Ohne das int ist es der Scope der Variablen, die oben in der Klasse steht, das heißt alle Methoden. Schauen wir mal weiter. Die nächste Methode, die berechnet ja mal wieder die Fakultät. Die hat auch so ein F da drin. Das ist ein lokales F. Damit wird kein F verändert, was irgendwie außerhalb liegt. So, und was passiert jetzt unten in der Main-Methode, wenn ich dort schreibe, F ist gleich 5? Dann wird tatsächlich die Variable ganz oben verändert, die zu der Klasse gehört, auf die alle Methoden zugreifen können. Weil ich mir dort keine neue deklariere, sondern eine benutze, die schon da ist. Nur wenn ich int davor schreibe, sage ich, ich will eine neue haben. Unter anderem ist das einer der Gründe, warum Sie nicht mehrmals hintereinander int f schreiben können. Weil dann der Compiler nicht mehr auseinanderhalten könnte, wenn die in demselben Scope liegen, welches Sie jetzt eigentlich meinen. Ja? Also innerhalb eines Blocks oder eines Scopes darf es einen Namen noch einmal, nur einmal geben. Aber so wie das jetzt hier organisiert ist in dem Beispiel, sind das eben alles tatsächlich verschiedene Bezüge bzw. Scopes. So, jetzt kann ich sowas machen. Ich kann jetzt zum Beispiel aufschreiben, int f ist gleich 7. Und jetzt mache ich sowas. F ist gleich F von F. So, jetzt wird es wirklich schräg. Was wird jetzt hier ausgerechnet? Also dieses F, was hier in Klammern steht, ist klar, dass sich das auf die zweite Methode bezieht, die die Fakultät berechnet. Weil das die einzige Methode ist, die hier, die F heißt und genau ein Integer entgegennimmt. Ja, es muss also so sein, dass diese Fakultätsmethode aufgerufen wird. Aber das F, was da jetzt bei dem Aufruf unten in Klammern steht, in runden Klammern, welches ist das? Ist es jetzt 5 oder ist es 7? Vermuten Sie mal, wen? 7. Warum? Genau, weil es der Wert ist, der später deklariert wurde. Also dieses F gleich 7 verdeckt jetzt das andere F. Immer wenn wir jetzt den Namen F für eine Variable verwenden, ab diesem Punkt, wo ich jetzt den Kommentar hinschreibe, wird immer dieses F verwendet werden, was wir
zuletzt deklariert haben. Wenn wir auf das andere drauf zugreifen wollen, dann müssten wir jetzt schreiben F.F. Warum F.F? Naja, das ist der Name der Klasse. Und das ist der Name der Variable. So, das sind aber Dinge, die erst später wichtig werden. So, was können wir noch machen? Wir können jetzt auch machen, f ist gleich f von f, f. Das geht. Wir würden jetzt die dritte Methode aufrufen mit den beiden Werten 7 und 7. Und würden das Ergebnis, was da zurückkommt, nämlich 7, unserem f wieder zuweisen. Und zwar dem zweiten f, was wir gemacht haben. So, wir können natürlich noch viel, viel wildere Sachen machen. Wir können zum Beispiel auch sowas machen. F ist gleich f von f von f, f, f von f von f, f. So, sowas geht. Was passiert hier? Na, zuerst mal erfolgt dieser Aufruf. Ja? Das ist ein Methodenaufruf. Das müssen Sie sich wahrscheinlich zu Hause nochmal in Ruhe anschauen. Als zweites wird diese Methode hier aufgerufen. Als drittes wird diese Methode aufgerufen und ganz zum Schluss dann diese Methode, die auch wieder nur zwei Parameter trägt. Ja? Das schauen Sie sich zu Hause mal ganz in Ruhe an und bröckeln das mal auseinander. Ja? Schauen wir mal. Also, die Klammern gehören zusammen. Die Klammern gehören zusammen. Und die Klammern gehören zusammen. Okay? Ja. Das ist die schließende Klammer von dem ganz äußeren Aufruf. Ja? Okay, was will ich damit sagen? Sagen will ich damit, dass Sie sich bewusst machen sollen, wenn Sie Variable deklarieren, wo die überhaupt gelten. Also wenn Sie in einer Methode eine Variable deklarieren, dann können Sie nicht erwarten, dass es denselben Namen in einer anderen Methode auch gibt. Also insbesondere, wenn Sie sowas schreiben wie diese Fakultätsmethode und da drin gibt es dann eine Variable i zum Beispiel für die Laufvariable, die gibt es dann außerhalb der Methode nicht. Oder wenn Sie in der Methode main sich eine Variable x machen, in die Sie was einlesen über einen Scanner, dann gibt es außerhalb der Methode main dieses x nicht. Auch nicht, wenn Sie von main aus zum Beispiel die GGT-Methode aufrufen, dann ist das ja so wie, kann man sich ja vorstellen, so wie so eine, wie so etwas tiefer im Keller. Also tatsächlich wird auch eine Datenstruktur dafür verwendet, die man Keller nennt. Man geht also nochmal ein Stück tiefer im Keller und gräbt da unten noch was aus. Aber das x, was außerhalb deklariert wurde, gibt es trotzdem nicht. Ja, es gilt also immer nur in dem jeweiligen Bezug, in dem wir uns die Variable deklariert haben. Ich will nochmal was zum Ablauf sagen. Also wie ist jetzt der Programmablauf? So. Also wir sind in der Methode main und haben hier die Methode, sagen wir mal, GGT. Das, was ich jetzt aufmale, nennt sich UML-Sequenzdiagramm. Nach unten läuft die Zeit. So.
So, was passiert jetzt hier? Also, nehmen wir mal an, wir machen sowas wie int x ist gleich scan.nextInt, int y ist gleich scan.nextInt und dann machen wir int z ist gleich gg t von x, y. So. Bis hier läuft die Methode main. Dann wird die Ausführung übergeben an die Methode ggt. Die rödelt hier so vor sich hin, macht da ihre Schleife und wenn die fertig ist, geht die Ausführung wieder zurück an die Methode main und jetzt erhält z den Wert. Ja? Das ist also der Ablauf, wie das zeitlich stattfindet. Und in dem Bereich hier, zwischen, also diese Lücke, die da in der Methode main ist, dort passiert einfach gar nichts. Ja, die Methode main wartet dort einfach darauf, dass die Methode ggt fertig wird. Das ist so wie, wenn Sie die nextInt-Methode vom Scanner aufrufen, dann wartet Ihre Methode main einfach, bis auf der Tastatur was eingegeben wurde. Ja, also in dem Bereich passiert dann eben einfach überhaupt nichts. So, dann gibt es noch einen Aspekt, das ist der vorzeitige Abbruch. Man kann Methoden vorzeitig beenden, das heißt, wir müssen nicht bis zum Ende durch so eine Methode durchlaufen. Wir schauen uns einmal an, was das bedeutet. So. Wir haben eine Methode, die heißt public static boolean. Die nenne ich mal hat3 int n. Die ist, das ist eine relativ unsinnige Methode, die soll einfach nur feststellen, ob die Zahl n, die wir übergeben, eine 3 enthält. Also ob da die Ziffer 3 drin auftaucht. Ja, also sie soll entweder sagen, ja, ist eine 3 drin, oder nein, ist keine 3 drin. Und sie soll auch nicht die Stelle mitteilen, an der das passiert, sondern soll einfach nur sagen, ja oder nein. Das heißt, Sie sehen, der Datentyp kann auch, also der Rückgabetyp kann auch was anderes sein. Es kann auch Boolean sein. Eine Methode, die Boolean als Ergebnis zurückliefert, können Sie beispielsweise auch in einer if-Bedingung verwenden. Also if hat 3, dann mach das, else mach was anderes. Zum Beispiel. So, wie sieht die jetzt aus? Also, die soll, solange das n größer ist als 0, soll die immer die letzte Stelle abtrennen und gucken, ob die letzte Stelle durch 3 teilbar ist. Ja? Wie machen wir das? Na, wir gucken einfach, wenn n modulo 10, das wissen Sie ja noch, so kommen wir an die letzte Ziffer einer Zahl ran, gleich 3 ist, dann sagen wir jetzt hier einfach return true. Ja, wir haben eine 3 gefunden. Und falls das nicht der Fall ist, ja, dann sagen wir einfach n ist gleich n durch 10. Machen die also um eine Stelle kürzer. Und betreten unsere While-Schleife wieder. Und am Ende sagen wir return false. Ich erkläre es gleich nochmal. So.
Was passiert hier? Wir wollen also das N immer weiter verkleinern. Wir werden immer die letzte Stelle von dem N wegschneiden. Das kriegen wir hin, indem wir hier in der sechsten Zeile sagen, N ist gleich N durch 10. Ja, da wird bei jedem Schleifendurchlauf das N um eine Stelle kürzer, und zwar schneiden wir immer die hintere Stelle ab, mit Hilfe von ganzzahliger Division. Bevor wir die hintere Stelle abschneiden, prüfen wir aber, ob die hintere Stelle vielleicht eine 3 gewesen ist. Und wenn die hintere Stelle eine 3 ist, wissen wir, okay, die Zahl enthält eine 3, also können wir aufhören. Und in dem Moment können wir direkt aus der Schleife raus Return True sagen und die Methode endet schlagartig und liefert den Ergebniswert zurück. Ja, das nennt man einen vorzeitigen Abbruch. Also wir sammeln nicht irgendwie das Ergebnis in dem Schleifendurchlauf ein, sondern es gibt auch Situationen, wo wir sagen, okay, jetzt haben wir es festgestellt, dass es so ist, dann können wir hier an der Stelle sofort den Schleifendurchlauf beenden. Und das ist auch noch ein Argument für eine Methode, um eine Methode für sowas zu verwenden. Man kann das prinzipiell mit einem Break auch in der Schleife machen. Dadurch werden aber Programme extrem schlecht verständlich. Wenn Sie viele solche Schleifen hintereinander haben, verstehen Sie irgendwann nicht mehr, was die einzelnen Schleifen tun. Deswegen ist es sinnvoll, solche Teile in Methoden auszulagern, weil man dann irgendwann mal vergessen kann, wie die Methode implementiert ist. Wenn man die Methode ausgetestet hat, wenn also klar ist, dass sie das tut, was sie tun soll, dann muss man sich nicht mehr darum kümmern, wie sie intern implementiert ist, sondern man drückt es einfach weg und sagt, okay, ich habe eine Methode, die kann feststellen, ob in der Zahl eine 3 drin ist oder nicht. Und wie sie das intern tut, interessiert uns wieder nicht. So, also in dem Moment, wo wir feststellen, die letzte Ziffer ist eine 3, geben wir ein True zurück. Ansonsten trennen wir diese letzte Ziffer ab in der Zeile mit dem Stern. Und wenn wir so lange abgetrennt haben, dass von der Zahl nichts mehr übrig ist, dann ist klar, dass wir nie eine 3 gesehen haben. Denn wenn wir eine 3 gesehen hätten, hätten wir die Methode schon verlassen. Dann wären wir gar nicht mehr da. Wenn wir aber noch da sind und die Zahl ist 0, dann machen wir Return False, weil klar ist, sie enthielt keine 3. Ja? Das ist ein typisches Muster beim Methodenschreiben. Man rödelt so lange auf den Eingabedaten rum, bis man entweder eine Erkenntnis hat oder von den Eingabedaten nichts mehr übrig ist. So. Das war jetzt alles, was ich Ihnen zum Thema Methoden erzählen wollte.